Also ein bisschen laggy, aber der Boden fährt sich hier auf. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Create. Es ist schon wieder ein bisschen her, seitdem wieder zur Folge rausgekommen ist. Und wir befinden uns wieder in unserem schönen Haus. Und ihr seht schon, wir haben ein Geländer. Ja. Aber nicht nur Geländer, es ist einiges mehr passiert. Also, Halleluja. Wir gehen einfach mal ins Schlafzimmer und ihr seht schon. Tada! Also, hier ist einiges passiert. Wir haben jetzt einen kleinen Computer, welchen ich hier angedeutet habe. Und zwar hier mit so, ja, bisschen Computerteilen, wie man sich die vorstellt. Ein Bildschirm mit einer kleinen Webcam drauf, Maus, Tastatur und Standmikrofon. Ich weiß, Headset. Fand ich jetzt ein bisschen schwer zu pixeln. Genau, jetzt haben wir dann ein richtig schönes großes Bett. Und das ist sogar funktionstüchtig. Und ihr werdet sehen, wenn ich mich jetzt hier hinlege, es funktioniert. Denn die Betten sind immer noch da drunter. Und das wurde einfach drüber gepixelt. Aber finde ich, hat einen echt schönen Look. Also, muss ich echt sagen. Da haben wir noch ein paar schöne Bilder. Ne? Also, ich habe es versucht. Ja. Ja, noch eine schöne Uhr, Stehlampe, auch weil ich finde, dass die irgendwie ein bisschen falsch hier steht. Also. Ach, passt schon. Genau, dann gehen wir weiter runter und dann seht ihr hier schon die erste Neuerung. Und zwar ist die Küche fertig. Wir haben einen schicken Teppichboden. Oder einfach nur einen Teppich. Ein Schokoladenwein. Ich weiß, warum sollte man Schokoladenwein haben? Ich finde, kann man mal machen, ne? Genau, da haben wir hier noch weiter die Küche, Kühlschrank. Dann hier oben sind sogar Items drin in den Kisten. Also Kisten sind hinten in den Schränken drin. Hey. Genau, da habe ich hier nochmal die Öfen umbewegt. Die standen ja vorher hier. Stehen jetzt hier, damit ich hier eine Abzugshaube machen konnte. Und da haben wir jetzt einfach hier die Spüle hier dran gemacht. Nice. Des Weiteren haben wir hier noch ein kleines Gewürzregal. Genau. Und ja, dann gehen wir weiter. Und ihr seht schon, hier stimmt doch irgendwas nicht. Hier ist eine Wand offen. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Denn zu unserer Linken haben wir jetzt das Badezimmer. Und wie ihr seht, haben wir das auch fertig. Es ist jetzt nicht das Schönste, ich weiß. Bruh. Aber es erfüllt seinen Zweck. Wir haben eine schöne Toilette. Also ich habe eine Toilette versucht. Klopapier braucht natürlich jeder, eine Dusche, kann man sogar rein, also kann man sich sogar reinstellen. Und da hat man hier noch ein Waschbecken, braucht man auch immer. Und natürlich noch eine Badewanne, einfach weil man es kann. Ja, dann gehen wir mal hier rüber und hier habe ich dann das Wohnzimmer jetzt angebaut, weil irgendwo muss man ja einen großen Fernseher stehen haben. Okay. Außerdem haben wir einen kleinen Hundi mit einem schönen Kamin. Und ich finde, das blaue Feuer passt irgendwie besser dazu. Ich habe es auch mit dem also normalen Feuer ausprobiert, aber ich finde, das blaue hat nochmal extra so einen gewissen Kick. Okay. Des Weiteren haben wir, wie ihr seht, hier noch zwei Regale. Sehen aus wie so IKEA-Schränke. Da bin ich gerade noch am Einrichten. Und ja, hier natürlich noch ein Sofa, Fernbedienung, natürlich eine schöne Größe für einen großen Fernseher. Genau, und das ist nicht die einzige Sache, die noch neu gemacht wurde. Und zwar seht ihr hier schon etwas. Und zwar gehen wir einfach mal hinten an den kleinen Baum, legen diesen Schalter hier um und warten. Also ein bisschen laggy, aber der Boden fährt sich hier auf. Und da kommt etwas hochgefahren. Das ist ja übelst laggy. Zur Info, ich spiele gerade im Singleplayer. Da kommt einfach so ein riesiges Monster aus dem Boden. Und dieses Monstrum ist nichts weiter als eine Elytra-Launch-Station. Sprich, ihr müsst dafür hier reingehen und ihr werdet gleich sehen, was die für einen Zweck hat. Das Weitere müsst ihr jetzt erstmal den Hebel wieder umlegen. Jetzt haben wir 10 Sekunden Zeit und go, 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 go. Und ihr seht schon, heilige Scheiße bringt uns das hoch. Also, von hier kommen wir fast überall hin. Ja. Und ihr seht vielleicht schon auf der Karte, was ist mit unserer Base passiert. Uiuiui. Wir können ja gleich mal zurückfliegen. Aber ihr seht hier schon, unsere komplette Base ist weg.
Ja, das liegt einfach daran, weil ich damit versuche, Serverressourcen einzusparen. Die ganzen Maschinen, die waren ja unten rein theoretisch unnötig, aber da wir jetzt schon fast alles haben, habe ich entschieden, die abzureißen. Die gute Sache ist, hier unten das Lager steht noch. Das wird man auch noch weiterhin benutzen können, indem ich hier einfach einen kleinen Teleporter einbaue. Das heißt, man wird dann hier spawnen und dann kann man hier hingehen. Aber sieht schon die ganzen Maschinen und hier hinter ist alles weg. Und die Disco ist auch weg. Also ein Teil steht hier natürlich noch, ne? Aber wir bauen die Disco einfach bei uns unten ins Haus rein. Oder ein bisschen weiter weg, je nachdem. Wird es so sein, man kann sich jetzt aussuchen, wo man hin möchte. Ich guck mal kurz, wir müssen in dieser Richtung. Genau, wir gehen jetzt einfach hier hin. Drücken ganz auf der Taste. Und werden wieder hochgelauncht. Und ihr merkt schon, das ist eindeutig eine sehr gute Launchstation, weil man wird sehr hochgebracht. Und wie ihr seht, ist meine andere Launchstation auch schon wieder im Boden verschwunden. Ne? Sprich, man merkt sie nicht. Klar, hier ist jetzt immer noch so ein bisschen Gras, das nachwachsen muss. Aber das sollte doch eigentlich ganz in Ordnung sein. Aber ja, ihr seht, unser Haus entwickelt sich immer weiter. Und ich kann mir später sogar vorstellen, dass wir irgendwie einen ganzen Wohnblock oder so eine halbe Stadt damit aufbauen. Ich werde wahrscheinlich, wenn Quake zu Ende ist, dann einfach nur ein Projekt mit Chiseln Bits machen. Also das wird hier echt der Hammer. Und ja, das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da für weiteren Content in diesem Bereich. Würde mich sehr freuen, wenn es euch gefällt. Und ja, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.